Bram Stoker. Dracula. Gast. Tagebuch von Jonathan Harker. Als wir uns auf die Spazierfahrt begaben, strahlte die Sonne über München und in der Luft lag die Fülle frühsommerlicher Heiterkeit. Gerade als wir abfahren wollten, kam Herr Delbrück, der Maître d'Hotel der vier Jahreszeiten, wo ich eingemietet war, die Treppe herunter und lief ohne Hut auf unsere Kutsche zu. Nachdem er mir eine angenehme Fahrt gewünscht hatte, wandte er sich an den Kutscher, während er seine Hand auf die Wagentür stützte. Denken Sie daran, dass Sie bei Einbruch der Nacht zurück sein sollen. Der Himmel schaut zwar freundlich drein, aber die Brise ist kühl und das bedeutet, dass es einen plötzlichen Sturm geben könnte. Doch ich bin sicher, dass Sie zur rechten Zeit zurück sein werden. Dann lächelte er und fügte hinzu Denn Sie wissen ja, was für eine Nacht heute kommt. Johann antwortete mit einem nachdrücklichen Ja, mein Herr, und dann tippte er mit einem Finger an seinen Hut und fuhr rasch davon. Als wir die Stadt hinter uns hatten, gab ich ihm ein Zeichen zum Anhalten und fragte Sagen Sie mir, Johann, was ist heute Nacht los? Er bekreuzigte sich und antwortete lakonisch Weil Dann holte er seine Uhr aus der Tasche, ein großes, altmodisches deutsches Silberding und besah sie sich mit zusammengezogenen Augenbrauen. Hierauf zuckte er etwas ungeduldig die Achseln. Ich war mir klar darüber, dass dies seine Art war, gegen den unnötigen Aufenthalt zu protestieren. Also sank ich auf meinen Sitz in der Droschke zurück und gab ihm das Zeichen weiterzufahren. Er fuhr nun sehr rasch, als wollte er die verlorene Zeit einholen. Dann und wann warfen die Pferde den Kopf zurück und schnüffelten misstrauisch in den Wind. Bei solchen Gelegenheiten pflegte ich erschrocken nach allen Seiten zu sehen. Die Straße war recht öde, denn wir überquerten eben ein von den Winden ausgefegtes Hochplateau. Wie wir so dahin fuhren, entdeckte ich einen wenig benutzten Fahrweg, der durch ein schmales, gewundenes Tälchen zu führen schien. Er sah so einladend aus, dass ich, auf die Gefahr hin, Johann zu beleidigen, ihn wieder anzuhalten bat. Er gehorchte, und ich ersuchte ihn, doch dieses Sträßchen hinunterzufahren. Er hatte sogleich tausend Ausreden, wobei er sich ständig bekreuzigte. Das erregte nun wirklich meine Aufmerksamkeit, und ich stellte ihm verschiedene Fragen. Er gab ausweichende Antworten und schaute wiederholt anklagend auf seine Uhr, Schließlich sagte ich energisch So, Johann, ich will diese Straße hinunter. Ich will Sie nicht bitten, mitzukommen, es sei denn, Sie tun es aus freiem Willen. Aber Sie müssen mir sagen, warum Sie nicht mitkommen wollen, das ist alles, was ich von Ihnen verlange. Als Antwort schien er sich vom Bock herunterzuwerfen, so rasch war er auf dem Boden. Dann streckte er bittend die Hände zu mir auf und flehte mich an, von meinem Vorhaben abzusehen. Er warf gerade genügend englische Brocken in sein Deutsch, dass ich ungefähr zu erfassen vermochte, was er sagte. Jedenfalls versuchte er mir, etwas mitzuteilen, dessen bloße Vorstellung ihn sichtlich erschreckte. Und jedes Mal nahm er sich dann wieder zusammen, bekreuzigte sich und wiederholte Walpurgisnacht. Ich versuchte, ihn umzustimmen, aber es ist eine schwierige Sache, einen Mann umstimmen zu wollen, wenn man nicht seine Sprache spricht. Er war sichtlich im Vorteil, denn obgleich er seine Sätze auf Englisch begann, beendete er sie alle in seiner Muttersprache und sein Englisch war obendrein primitiv und gebrochen, und dabei schaute er unablässig auf seine Uhr. Die Pferde wurden auch schon unruhig und schnaubten. Als Johann dies bemerkte, wurde er käsebleich. Er schaute sich furchtsam um, sprang plötzlich auf sie zu, nahm sie beim Zügel und führte sie etwa zwanzig Schritte weiter. Ich ging nach und wollte von Johann wissen, warum er das getan habe. Anstatt zu antworten, bekreuzigte er sich wieder, wies mit dem Finger auf die Stelle, die wir eben verlassen hatten, und zog sein Gespann auf die andere Straße zu. Dabei machte er ein Zeichen wie ein Kreuz und sagte endlich erst auf Deutsch, dann auf Englisch, doch begraben. Selbstmörder. Ich erinnerte mich an den alten Brauch, dass Selbstmörder an Kreuzwegen verscharrt wurden. Ha, ich verstehe, ein Selbstmörder. Wie interessant. Dabei verstand ich um alles in der Welt nicht, weshalb die Pferde so verängstigt getan hatten. Während wir uns unterhielten, vernahmen wir ein seltsames Geräusch, halb Geheul, halb Gebell. Es war offenbar weit weg, aber die Pferde wurden dadurch wieder sehr unruhig und Johann hatte alle Hände voll zu tun, sie zu beruhigen. Er war sehr bleich und sagte, Tönt wie ein Wolf, und doch gibt es keine Wölfe mehr in dieser Gegend. So? fragte ich ihn. Ist es denn nicht einige Zeit her, dass Wölfe so nah an die Stadt herankamen? Lang, lang her, gab er zur Antwort. Nie im Frühling und im Sommer, aber mit dem Schnee kamen sie noch hier und da. Während er die Pferde tätschelte und sie zu beruhigen versuchte, jagten dunkle Wolken über den Himmel. Die Sonne war verschwunden und ein eiskalter Wind fegte über uns hinweg. Das dauerte jedoch nur eine kurze Weile, dann kam die Sonne wieder hervor. Es war alles nur wie eine Warnung gewesen. Johann schirmte seine Augen mit der Hand ab, besah sich den Horizont und sagte Der Schneesturm wird bald kommen. Dann sah er wiederum auf die Uhr, nahm die Zügel fest in die Hand, die Pferde scharrten mit den Hufen und schüttelten heftig die Köpfe, stieg auf den Bock, als sei es höchste Zeit weiterzufahren. Ich war noch etwas störrisch und stieg nicht sogleich ein. Sagen Sie mal, begann ich, wissen Sie etwas über den Ort, zu dem dieses Sträßchen führt? Schon wieder machte er das Zeichen des Kreuzes, murmelte ein Gebet und sagte dann feierlich Dort ist's verhext. Was ist verhext? Das Dorf. Aha. Es gibt also ein Dorf dort. Nein, nein, kein Mensch lebt seit Jahrhunderten dort unten. Jetzt war meine Neugier hellwach. Aber sie sagten doch eben, dort unten befindet sich ein Dorf. War dort? Wo ist es denn jetzt? Und nun sprudelte eine lange Geschichte auf Englisch und Deutsch hervor, ein derartiges Durcheinander, dass ich nicht so richtig verstand, was er eigentlich sagen wollte, aber in groben Zügen merkte ich doch, dass dort unten vor vielen hundert Jahren einmal die Menschen gestorben waren und in Gräbern beigesetzt wurden. Doch dann vernahm man des Nachts seltsame Laute unter dem Lehmboden, und als die Gräber geöffnet wurden, da fand man Männer und Frauen mit rosigen Gesichtern und mit blutverschmierten Mündern, und dann waren alle Hinterbliebenen, um ihr Leben und vor allem ihre Seele zu retten, aus dem Dorf geflohen, um sich anderswo niederzulassen, wo die Lebenden leben, und die Toten tot sind, und nicht irgendetwas Schreckliches, anderes. Offensichtlich scheute sich Johann, die letzten Worte auszusprechen. Er wurde beim Weitererzählen immer aufgeregter, seine Fantasie ging offenbar mit ihm durch, denn er bekam gegen den Schluss seiner Geschichte einen hysterischen Anfall. So hatte er sich in das Entsetzen hineingesteigert. Sein Gesicht war leichenblaß, er schwitzte und zitterte und blickte sich ständig um als ob irgendetwas Ungreifbares, Furchtbares zugegen wäre, und das im hellen Sonnenschein, mitten auf diesem Hochplateau. Und schließlich gipfelte das Ganze in dem Verzweiflungsschrei Walpurgisnacht, und mit der Hand wies Johann auf die Kutsche, ich solle endlich einsteigen. Das brachte mein englisches Blut in Wallung. Ich trat einen Schritt zurück und sagte Sie haben ja Angst, Johann, Sie haben Angst. Machen Sie, dass Sie nach Hause kommen. Ich komme später allein nach. Der Spaziergang wird mir gut tun. Die Wagentür stand offen. Ich holte mir vom Sitz meinen Spazierstock aus Eichenholz, ich trage ihn auf meinen Ferienwanderungen immer mit, schloss die Tür, zeigte mit der Hand dorthin, wo München lag, und sagte: Gehen Sie heim, Johann. Die Walpurgisnacht bedeutet einem Engländer gar nichts. Die Pferde waren inzwischen widerspenstiger als je zuvor, und Johann versuchte sie zu meistern. Zugleich flehte er mich an, doch ja nicht so etwas Tollkühnes zu unternehmen. Der arme Kerl tat mir leid, denn ihm war die Sache ernst, und doch konnte ich mich des Lachens nicht erwehren. Seine englischen Brocken hatte er nun völlig vergessen, in seiner Angst hatte er auch vergessen, dass er sich nur auf eine einzige Art mit mir verständigen konnte, nämlich wenn er meine Sprache redete. Er aber plapperte in seiner deutschen Muttersprache so rasch, die Worte ihm aus dem Munde wollten. Es wurde mir nun ein wenig mühsam. Ich zeigte ein letztes Mal in die Richtung, wo München lag, und drehte mich um, um die kleine Nebenstraße ins Tal hinunter einzuschlagen. Mit einer verzweifelten Gebärde wendete Johann die Pferde, und fuhr München zu. Ich stand, auf meinen Stock gestützt, da und schaute ihm nach. Eine kurze Weile fuhr er langsam die Straße entlang. Da erschien auf einmal auf dem Kamm des Hügels vor ihm ein großer, magerer Mann. Das konnte ich von meinem Standort aus genau sehen. Als der Mann sich den Pferden näherte, bäumten sie sich auf, schlugen aus und wieherten entsetzt auf. Johann vermochte sie nicht mehr zu halten, sie rasten die Straße hinunter und wie verrückt davon. Ich schaute ihnen nach, bis ich sie aus dem Gesicht verlor. Dann suchte ich mit meinen Augen den Fremdling, doch der war verschwunden. Leichten Herzens ging ich nun das Nebensträßchen in das tiefliegende Tal hinab vor dem Johann so große Angst zu haben schien. Ich konnte aber beim besten Willen keinen Grund für diese Angst finden. Ich darf ruhig sagen, dass ich die nächsten zwei Stunden so dahin wanderte, ohne an die Zeit oder die Entfernung zu denken und auf einen Menschen oder auf ein Haus zu treffen. In dieser Beziehung stellte das Tälchen die verkörperte Einsamkeit dar. Das aber kam mir erst zu Bewusstsein, als ich zu einer Wegbiegung kam, und vor mir zerstreut liegende Gehölze erblickte. Erst da merkte ich, dass mir die absolute Ödnis des eben durchwanderten Gebietes unbewusst aufgefallen war. Ich setzte mich hin, um etwas auszuruhen und sah mich um. Es fiel mir auf, dass es empfindlich kühler geworden war als zu Anfang meiner Wanderung. Eine Art Seufzen war rings um mich, und hie und da ließ sich hoch über mir in den Lüften ein dumpfes Brausen vernehmen. Ich schaute nach oben und sah, daß schwere Wolken in großer Höhe und in rascher Fahrt von Norden nach Süden zogen. Ein Sturm kündigte sich dort oben an. Mir war etwas fröstlich zumute. Und da ich mir überlegte, das komme vom Stillsitzen nach dem langen Marsch, stand ich wieder auf und wanderte weiter. Das Gelände, über das ich mich bewegte, war nun viel malerischer. Zwar gab es keine wirklich auffallend schöne Einzelheiten, doch als Ganzes wirkte es lieblich, ja fast schön. Ich gab wenig Acht auf die Zeit, bis mir die immer stärker werdende Dämmerung auffiel. Und damit begann ich auch an den Heimweg zu denken. Der schöne, helle Tag war vorbei, die Luft war kalt, und die Wolken hoch oben jagten nun noch schneller über den Himmel. Dazu ließ sich ein entferntes Brausen hören, das in regelmäßigen Abständen von jenem Geheul übertönt wurde, von dem der Kutscher behauptet hatte, es stamme von einem Wolf. Einen Augenblick lang zögerte ich, ich hatte gesagt, ich wolle das verlassene Dorf sehen, und darum ging ich wieder weiter und kam nach kurzer Zeit zu einem offen daliegenden Talkessel, der ringsum von Hügeln eingeschlossen war. Die Hänge der Hügel waren mit vereinzelten Bäumen bestreut, die sich gegen den Talkessel zu Wäldchen und Heinen zusammenschlossen. Ich folgte mit den Augen der vor mir liegenden Straße und konnte sehen, dass sie ganz nah, an einem der dichtesten Wäldchen vorbeiführte und dann dahinter verschwand. Noch während ich mich orientierte, fühlte ich plötzlich einen eiskalten Windstoß und dann fing es an zu schneien. Ich dachte an die vielen Meilen, die ich auf dem öden Gelände dort hinten zurückgelegt hatte und eilte dem vor mir liegenden Gehölz zu, um dort Schutz zu finden. Dunkler und dunkler wurde der Himmel, immer heftiger und schwerer fiel der Schnee, bis das ganze Gebiet um mich herum zu einem glitzernden Teppich geworden war, dessen Horizont sich in nebliger Ungewissheit verlor. Die Straße war hier nur angedeutet, und in der Ebene waren die Straßenränder kaum zu sehen, jedenfalls weniger gut als in den Waldlichtungen. Und nach wenigen Schritten erkannte ich, daß ich vom Weg abgekommen sein mußte denn unter meinen Füßen fühlte ich anstelle der harten Unterlage Gras und nachgiebiges Moos. Und nun nahm auch der Wind noch zu und blies mit einer Stärke, dass ich genötigt war, vor ihm herzulaufen. Dazu wurde es nun auch eisig kalt, und trotz meiner körperlichen Anstrengung fing ich zu frieren an. Der Schneefall hatte sich derart verstärkt, dass ich vor den auf mich einstürmenden Wirbeln kaum aus den Augen sehen konnte, und hie und da wurde der schwarze Himmel von grellen Blitzen zerrissen. In ihrem Licht konnte ich direkt vor mir eine dichte Baumgruppe erkennen, hauptsächlich, wie mir schien, aus Eiben und Zypressen bestehend, die bereits mit schwerem Schnee bedeckt waren. Bald war ich im Schutze dieser Bäume angelangt. Hier war es verhältnismäßig ruhig, und hoch über mir konnte ich das Brausen des Sturmwindes hören. Und dann verwandelte sich die Schwärze des Sturmes in die Dunkelheit der Nacht. Der Schneesturm ließ nach, und nur gelegentlich kam noch ein verspäteter, heftiger Windstoß. Und jedesmal dann schien das unheimliche Geheul des Wolfes rings um mich herum ein vielfältiges Echo zu finden. Manchmal stahl sich schon ein Mondstrahl durch die schwarzen Wolken und beleuchtete die Gegend um mich herum. Ja, ich befand mich wirklich am Rande eines Haines aus Zypressen und Eiben. Als es nicht mehr schneite, wagte ich mich aus meinem Unterschlupf hervor und untersuchte meine Umgebung etwas näher. Mir schien, dass unter den vielen alten Häuserfundamenten an denen ich vorbeigekommen war, noch ein Haus stehen müßte, das, obgleich Ruine, mir immerhin eine Art Unterkunft bieten könnte. Ich ging also den Rand des Haines entlang und entdeckte, daß er von einer niedrigen Mauer eingeschlossen war, und nach einigen weiteren Schritten fand ich eine Öffnung zum Durchschlüpfen. Hier bildeten die Zypressen eine Allee, die zu einem massigen, viereckigen Gebäude zu führen schien. Kaum hatte ich das Gebäude erblickt, trat eine dunkle Wolke vor den Mond, und ich schritt die Allee in völliger Dunkelheit hinauf. Es mußte wieder kälter geworden sein, denn ein Schauer schüttelte mich, während ich vorwärts schritt. Doch ich hatte ja berechtigte Hoffnung, bald ein schützendes Dach über den Kopf zu haben, und so tastete ich mich blindlings weiter. Ich hielt inne, denn plötzlich war's um mich herum mäuschenstill. Der Sturm war vorüber und auch mein Herz schien beinahe still zu stehen, als wäre es im Einklang mit der Natur. Doch das dauerte nur einen Augenblick, denn nun brach wieder der Mond durch die Wolken und zeigte mir: Ich stand auf einem Friedhof. Das viereckige Gebäude vor mir war ein gewaltiges, massives Grabmal aus weißem Marmor, so weiß wie der darauf und darum herumliegende Schnee. Zugleich mit dem Erscheinen des Mondlichtes seufzte der Sturm wieder auf, und ein lang anhaltendes tiefes Heulen, als käme es von Hunden oder von Wölfen, setzte ein. Furcht und Grausen packten mich derart, daß mein Herz zu erkalten drohte. Und während das Licht des Mondes noch immer auf das weiße Grabmal fiel, schien der Sturm mit neuer Gewalt losbrechen zu wollen. Von einem unerklärlichen Zauber gepackt, näherte ich mich dem Grabmal, um herauszufinden, um wen es sich hier handeln mochte, und warum ein so pomphaftes Gebäude, an solch verlassener Stelle stünde. Ich schritt darum herum und las über dem in dorischem Stil ausgeführten Eingang das Folgende in deutscher Sprache. Gräfin Dolingen von Graz in Steiermark gesucht und tot aufgefunden. 1801. Oben auf dem Grabmal es war aus riesigen Marmorquadern konstruiert, war ein mächtiger eiserner Stab oder Pfahl direkt durch den soliden Stein hindurchgetrieben worden. Ich begab mich auf die Rückseite des Grabmals und dort erblickte ich große eingemeißelte Buchstaben in russischer Sprache. Die Toten reisen rasch. Das Ganze erschien mir derart seltsam und unheimlich, dass ich zusammenfuhr und ohnmächtig zu werden drohte. Zum ersten Mal an diesem Abend begann ich zu wünschen, ich hätte Johanns Rat befolgt. Und dann erinnerte ich mich auf einmal, wie der Gedanke ausgelöst wurde, ist mir rätselhaft, dass dies ja Walpurgisnacht sei. Der Gedanke traf mich jetzt wie ein Keulenschlag. Walpurgisnacht. Das war doch nach dem Glauben von Millionen von Menschen die Nacht, in der der Teufel umging. Die Nacht, in der sich die Gräber auftaten und die Toten auferstanden und wandelten. Die Nacht, in der alle bösen Geister der Erde, der Luft und des Wassers sich zusammentaten. Und den Ort, an dem ich mich jetzt befand, hatte der Kutscher ganz besonders gemieden. Hier war das entvölkerte Dorf, das vor Jahrhunderten schon bestanden hatte. Hier lag der Selbstmörder begraben. Und hier war ich, allein, entnervt, schlotternd vor Kälte, umgeben von einem weißen Leichentuch, Angesichts eines sich neu ballenden Sturmes. Ich musste alle meine Philosophie und Religion, die mir beigebracht worden war, zusammennehmen, all meinen Mut, um nicht vor entsetzlicher Furcht zusammenzubrechen. Und nun setzte der fürchterlichste Sturm ein, den ich je erlebte. Die Erde erbebte, als ob tausend Pferde darüber hinwegdonnern würden. Und diesmal schwang er die Hagelpeitsche. Nicht Schnee vielmehr, sondern enorme Hagelsteine, die mit einer Heftigkeit auf mich eindrangen, als würden sie aus den Schleudern balearischer Steinschleuderer geschossen. Hagelsteine, die Blatt und Zweig zerfetzten und gegen die es unter den Zypressen keinen Schutz mehr gab. Ich hätte ebenso gut in einem Kornfeld dagegen Schutz suchen können. Zuerst war ich unter den nächststehenden Baum gerannt. Aber bald war ich nur allzu froh, ihn zu verlassen und den einzigen Ort aufzusuchen, der noch Schutz zu bieten schien, nämlich die tiefe dorische Pforte des Marmorgrabmals. Dort fand ich denn auch, wenn ich mich eng an die massive Bronzetür drückte, einen geringen Schutz gegen die niederprasselnden Hagelkörner, denn jetzt trafen sie mich höchstens, wenn sie vom Boden und von den Marmorwänden abprallten. Wie ich mich nun so gegen die Tür drückte, gab sie leicht nach und öffnete sich nach innen. Bei diesem erbarmungslosen Sturm war mir sogar der Schutz einer Gruft willkommen. Und so war ich eben im Begriff, dort einzudringen, als ein ungeheurer Blitz die Gegend und den ganzen Himmel taghell erleuchtete. Und so war ich lebe. In diesem Augenblick sah ich im Innern der Gruft eine wundervolle Frau mit runden Wangen und roten Lippen, wie schlafend auf einer Bahre liegen. Mit dem sogleich einsetzenden Donner schien eine Riesenfaust mich zu packen und ich wurde in den Sturm hinausgeworfen. Das geschah so rasend schnell, dass ich den Schmerz von den herunterprasselnden Hagelsteinen empfand, noch ehe ich den moralischen und körperlichen Schock zu fühlen vermochte. Und zugleich hatte ich plötzlich das deutliche Gefühl, ich sei nicht mehr allein. Ich drehte mich zur Gruft um. In dem Augenblick erhellte wieder ein greller Blitz die Umgebung und schien direkt in den eisernen Pfahl auf der Gruft einzuschlagen, durch das Grabmal hindurch in die Erde, wobei der Marmor zerbarst, als wäre er aus brennbarem Material. Die tote Frau richtete sich auf wie im Todeskampf und wurde von der Flamme verzehrt. Ihr entsetzlicher Schmerzensschrei ertrank im Donnerschlag. Das war alles, was ich noch zu hören vermochte. Dieses schreckliche Durcheinander von Getön und Geschrei. Dann wurde ich wieder von Gigantenhand gepackt und weggetragen. Die Hagelsteine schlugen auf mich nieder. Die Luft war erfüllt vom Geheul der Wölfe. Und das Letzte, was ich zu sehen vermochte, war eine weiße, undefinierbare Masse, die aussah, als hätten sich alle Gräber des Friedhofs geöffnet und ihre Toten in den weißen Leichentüchern als grausige Phantome ausgespien, die sich jetzt auf mich zubewegten, immer näher heran, durch den niederprasselnden Hagel. Langsam, unbestimmt, kehrte das Bewusstsein mir wieder und dann ein Gefühl unendlicher und schrecklicher Erschlaffung. Eine ganze Weile konnte ich mich an nichts erinnern, dann setzten die Sinnesempfindungen wieder ein. Meine Füße taten mir entsetzlich weh, ich konnte sie überhaupt nicht bewegen, sie waren wie gelähmt, mein Nacken und meine ganze Wirbelsäule waren wie erstarrt, meine Ohren wie abgestorben, und doch tat mir alles weh. In meiner Brust aber spürte ich wohlige Wärme. Ich war wie von einem Albtraum belastet, von einem physischen Albtraum, wenn man das so sagen kann, und ein drückendes Gewicht auf meiner Brust machte mir das Atmen schwer. Dieser Dämmerzustand muß mich ziemlich lange beherrscht haben, doch als er sich verflüchtigte wurde ich ohnmächtig und dann erwachte ich ekel wirkte mir die kehle als wäre ich im begriff seekrank zu werden und dann kam ein wilder drang mich von etwas befreien zu müssen wovon war mir selbst nicht klar rings um mich war die welt völlig still geworden als wäre alles eingeschlafen oder Tod. Nur ein einziger Laut unterbrach die Stille. Ein tiefes Keuchen, als befände sich in meiner Nähe irgendein Tier. Etwas Warmes, Rauhes war an meiner Kehle. Dann wurde mir mit einem Schlag die furchtbare Wahrheit bewusst. Ein riesiges Tier lag auf mir, und beleckte meine Kehle. Ich wagte nicht, mich zu rühren, denn instinktiv wusste ich, dass ich äußerst vorsichtig sein musste. Doch das Ungeheuer musste gespürt haben, dass mit mir eine Veränderung vorgegangen war. Es hob seinen Kopf, durch gesenkte Augen wieder hindurch gewahrte ich die glühenden Augen eines mächtigen Wolfs. In seinem weit offenen Maul glänzten scharfe weiße Zähne. Und ich konnte den heißen, säuerlichen Atem des Tieres auf meinem Gesicht spüren. Und wieder schwanden mir auf kurze Zeit die Sinne. Und dann vernahm ich ein tiefes Knurren und ein heiseres Bellen, das sich rasch wiederholte. Von ferne ließ sich ein vielstimmiges Rufen hören. Es tönte fast wie ein Chor. Ich hob vorsichtig meinen Kopf und versuchte, in der Richtung, aus der die Rufe kamen, etwas zu sehen. Doch der Friedhof musste wohl dazwischen liegen. Der Wolf bellte immer noch, auf eine sonderbare Weise. Ein rötlicher Schein ließ sich jetzt durch den Zypressenhain hindurch erkennen. Wie nun die Stimmen näher kamen, begann der Wolf schneller und lauter zu bellen. Ich wagte weder mich zu rühren noch einen Laut von mir zu geben. Näher kam der rötliche Schein über das weiße Leichentuch, das sich um mich herum ausbreitete. Und dann tauchten plötzlich von jenseits des Wäldchens einige Reiter im Trab auf. Sie trugen brennende Fackeln. Der Wolf erhob sich von meiner Brust und jagte auf den Friedhof zu. Ich konnte sehen, wie einer der Reiter Soldaten mussten es sein, ihren Mützen und langen Mänteln nachzuschließen, seinen Karabiner anlegte und zielte. Ein Kamerad schlug seinen Arm in die Höhe, und ich hörte, wie die Kugel über meinen Kopf hinwegpfiff. Offenbar hatte der Schütze meinen Körper für den Wolf gehalten. Ein anderer Reiter nahm den fliehenden Wolf aufs Korn, und ein weiterer Schuss folgte. Dann galoppierte die Truppe vorwärts, einige auf mich zu, andere hinter dem Wolf her, der eben zwischen den Zypressen verschwand. Als die Reiter näher kamen, versuchte ich mich zu bewegen, konnte aber noch immer kein Glied rühren, obschon ich jedes Wort hören, jede Gebärde um mich sehen konnte. Zwei, drei Soldaten sprangen von den Pferden und knieten neben mir hin. Einer von ihnen hob meinen Kopf etwas auf, und legte seine Hand auf mein Herz. Wir sind zur rechten Zeit gekommen, Kameraden. Sein Herz schlägt noch. Dann wurde mir Kognak eingeflößt, was mich wieder so weit stärkte, dass ich meine Augen voll zu öffnen vermochte. Ich sah um mich. Licht und Schatten wechselten unter den Bäumen. Männer riefen einander zu sie sammelten sich wobei sie erschrocken miteinander diskutierten und lichter blitzten auf als die übrigen soldaten aus dem friedhof gerannt kamen völlig durcheinander und die besessene sich gebärdend wie sie nun näher kamen fragten diejenigen um mich herum und, und? habt ihr ihn gefunden die antwort kam rasch gehetzt nein rasch weg von hier dies ist nicht der ort sich zu verweilen und erst noch in dieser nacht was war's denn fragten alle wirr durcheinander und alle möglichen Antworten gab es darauf, und alle waren sie unbestimmt, so als drängte es die Männer zum Sprechen, und als wären sie durch eine allen gemeinsame Furcht nicht imstande, ihre Gedanken zu äußern. Es, es, o oh Gott, stotterte der eine, der offensichtlich vorübergehend um seinen Verstand gekommen war. Ein Wolf war's, und doch wieder keiner, rief ein zweiter schaudernd. War zwecklos, auf ihn zu schießen, wenn man es nicht gerade mit einer geweihten Kugel tun konnte, bemerkte ein Dritter etwas sachlicher. Geschieht uns recht. Warum sind wir auch gerade in dieser Nacht hierher gekommen? Wir haben, weiß Gott, unsere tausend Mark sauer verdient, rief der Vierte aus. Blut ran über den geborstenen Marmor, habt ihr's gesehen? meinte ein anderer nach einer kleinen Weile. Vom Blitz konnte das doch nicht herkommen. Und schaut euch einmal dem da seine Kehle an. Ist der ungefährlich? Schaut doch her, Kameraden! Der Wolf hat sich auf ihn gelegt und sein Blut warm gehalten! Der Offizier besah sich meinen Hals und sagte dann, ihm ist nichts geschehen, die Haut ist nicht durchbohrt. Aber was bedeutet das alles? Wir hätten ihn ja ohne das Gebälfer des Wolfes nie gefunden. Was ist eigentlich aus dem geworden? fragte nun der Mann, der meinen Kopf stützte und der mir der gefassteste von allen schien. Seine Hände zitterten nicht, wie die der anderen. Auf seinem Ärmel erkannte ich das Abzeichen eines Adjutanten. Er hat sich wohl in seinen Bau verkrochen, antwortete ein Bursche mit leichem, blassem Gesicht, den es vor Angst zu schütteln schien. Ängstlich blickte er sich um. Hier gibt's Gräber genug, in die er sich verkriechen konnte. Kommt doch endlich, Kameraden, weg von hier. Der Ort ist verflucht. Der Offizier setzte mich auf, und gab einen Befehl, worauf ein paar Leute mich auf ein Pferd hoben. Der Offizier sprang hinter mir in den Sattel, legte seine Arme um mich und gab das Wort zum Aufbruch. Und dann ritten wir rasch und in militärischer Ordnung von den Zypressen weg. Noch immer versagte mir meine Zunge den Dienst, und so musste ich schweigen. Ich werde wohl etwas eingeschlafen sein, denn das Nächste, an das ich mich zu erinnern vermag, war, dass ich mich stehend auf dem Boden wiederfand. Auf beiden Seiten stützte mich je ein Soldat. Es war nun schon fast heller Tag, im Norden sah man einen breiten Streifen Morgenrot, es sah aus wie ein Pfad aus Blut, der durch ein Schneefeld führt. Der Offizier gebot seinen Soldaten über das, was sie in dieser Nacht gesehen hatten, Schweigen zu bewahren. Sie dürften höchstens erwähnen, sie hätten einen jungen Engländer gefunden, der von einem großen Hund bewacht worden sei. Hund? Das war doch kein Hund, rief der Mann dazwischen, der sich so ängstlich aufgeführt hatte. Ich denke doch, ich erkenne einen Wolf, wenn ich einen zu Gesicht bekomme. Ruhig gab der Offizier zurück. Ich sagte von einem Hund. Hund? wiederholte der Soldat ironisch. Es war offensichtlich, das mit der zunehmenden Helle auch sein Mut zunahm. Er zeigte auf mich und rief aus, Seht, seht mal dem seinen Eintritt. Hals an! Ist dies das Werk eines Hundes, Herr Eintritt. Leutnant? Instinktiv fuhr ich mit meiner Hand an die Kehle und schrie auf vor Schmerz. Die Männer drängten sich nun um mich herum, einige beugten sich aus den Sätteln herab, um besser zu sehen. Und wieder ertönte die ruhige Stimme des Offiziers, es war ein Hund, wie ich sagte. Wenn wir etwas anderes erzählten, würden die Leute uns bloß auslachen. Ich musste mich diesmal hinter einem Soldaten aufs Pferd schwingen, und so ritten wir bis in eine Vorstadt von München. Dort fand sich ein verlassener Wagen, in welchen ich hineingesetzt wurde. In diesem Wagen kam ich endlich vor den vier Jahreszeiten an. Der junge Offizier und ein Soldat, der das Pferd des Leutnants führte, waren als Begleiter mitgekommen. Die übrigen Soldaten wurden in ihre Quartiere beordert. Als ich vor dem Hotel vorfuhr, rannte schon Herr Dellbrück die Treppe herab. Es war klar, dass er hinter einem Fenster auf mich gewartet hatte. Er fasste mich bei den Händen und führte mich besorgt hinein. Der junge Offizier salutierte forsch und drehte sich etwas langsam um, so dass ich fühlte, was er bezweckte. Ich bat ihn also, höflich doch mit hereinzukommen. In meinen Zimmern dankte ich ihm bei einem Glase Wein herzlich für seine und seiner Kameraden Hilfe. Er antwortete, er habe das gerne getan. Eigentlich habe Herr Dellbrück die Suchmannschaft sogleich alarmiert und für sie alles getan, was in seiner Macht stand. Bei diesen Worten lächelte Herr Dellbrück, der Hotelmanager, verbindlich, und der Offizier entschuldigte sich mit dienstlichen Verpflichtungen und empfahl sich. Ja, aber Herr Dellbrück, wollte ich nun wissen, wie kam es denn überhaupt, dass die Soldaten aufgeboten wurden, um mich zu suchen? Er zuckte die Achseln, als schätze er seine eigene Tat recht gering ein und gab zur Antwort Ich hatte das Glück vom Kommandanten des Regimentes, in dem ich selber Dienst tat, die Erlaubnis zu erhalten, um Freiwillige für die Suchaktion nachzukommen. Aber woher wussten Sie denn, dass ich mich verirrt hatte? Der Kutscher fuhr mit dem, was von seinem Wagen noch übrig war, nachdem die Pferde durchbrannten, hier vor das Hotel. Deswegen mussten Sie noch lange keine militärische Suchaktion nach mir einleiten. Oh nein, erwiderte Herr Delbrück darauf, noch ehe der Kutscher hier eintraf, erhielt ich ein Telegramm von dem Fürsten bei dem sie wohnen und damit zog er ein telegramm aus der tasche und reichte es mir herüber ich las bistritz tragen, tragen sie ja sie sorge, sorge um meinen gast seine sicherheit liegt mir ganz besonders am herzen sollte ihm das geringste widerfahren sollte er vermisst werden dann tun sie alles menschenmögliche ihn zu finden und ihn in Sicherheit zu bringen. Er ist Engländer, also abenteuerlustig. Wie oft drohen Gefahren durch den Schneefall, von Wölfen, von der Nacht. Verlieren Sie keine Sekunde, sobald Sie vermuten, es könnte ihm etwas zugestoßen sein. Ich bezahle Ihre Umsicht mit meinem Vermögen. Ich hielt das Telegramm in der Hand und der Raum schien sich um mich zu drehen. Hätte nicht der aufmerksame Herr Dellbrück mich aufgefangen, ich wäre noch einmal besinnungslos umgesunken. In dieser ganzen Geschichte gab es etwas so Seltsames, so Undenkbares, dass ich langsam zu der Überzeugung kam, ich müsse der Spielball feindlicher Mächte sein. Ein Gedanke, der mich irgendwie lähmte. Es war eindeutig. Ich stand unter einem geheimnisvollen Schutz. Aus fernem Land war haargenau im richtigen Augenblick die Nachricht eingetroffen, die mich der Gefahr des Erfrierens im Schnee und der Gefahr die mir von den Fängen eines Wolfs drohte, entrissen hatte.